Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz TV und unser SK Sturm trifft ja heute im ÖFB Cup Viertelfinale auf den SV Wimpassing aus der Landesliga. Also Wimpassing darf natürlich keine Hürde sein. So schnell könnte man eigentlich das Ganze hier beenden, weil klar, wir sind eine Bundesliga-Mannschaft, aktuell immer noch Zweiter in der österreichischen Bundesliga. Und auch wenn der Cup eigene Gesetze haben mag, Wimpassing hat da durchaus schon den ein oder namhaften Gegner ausgeschalten, Blau-Weiß-Linz oder auch den WAC unter anderem. Also das heißt, Wimpassing kann gefährlich werden, wenn man sie lässt, aber trotzdem. Ich glaube auch, man braucht den Gegner nicht stärker zu reden, als er ist. Auch wenn wir mit einer BF spielen sollten, was wir nicht tun. Denn was ich mitbekommen habe, ist ja die Aufstellung eigentlich in größtenteils von den arrivierten Spielern sowieso besetzt. Also Edom Bonji unter anderem darf da mal ran. Okay, vielleicht auch Spieler mit wenig Praxis. Auch Janscher ist dabei und Schützenhauer im Tor. Aber trotzdem, da darf nichts passieren. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass da nichts passieren wird. Anderenfalls müsstest du eigentlich den gesamten Spielerstab, Betreuerstab, was auch immer rauswerfen. Jetzt ein bisschen überspitzt das Ganze formuliert, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wir sind Sturm und Punkt. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Jungs heute ihre Sache konzentriert erledigen werden. Im Normalfall sollte es ein Ergebnis so zwischen 2-4:0 herum locker möglich sein und dabei herauskommen. Und ich hoffe natürlich, dass unsere Blackies das auch bewerkstelligen. Und dementsprechend bin ich trotz der eisigen Kälte guter Dinge, dass unsere Jungs das auch managen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal auch von mir. Und wir sehen uns dann einfach nach dem Spiel. Was geht ab? Also, bis dann. Sturm hat gerade gegen den SV Wimpassing einen 3:0-Sieg einfahren können. Also man steht im Halbfinale. Die Pflicht ist auf jeden Fall erfüllt. Und unsere Blackies haben das Ganze, muss man sagen, auch ganz souverän auch über die Bühne gebracht. Das Traurige am Spiel war auf jeden Fall die Kulisse. Nicht ganz 3000 Zuschauer, die den Weg in das zugegeben kalte Liebenauer Eisstadion, muss man fast schon sagen, gefunden haben. Unsere Blackies haben sich auf jeden Fall davon nicht beeindrucken lassen, Gott sei Dank. Und sind auch super in die Partie gestartet. Man hat gleich in der zweiten Minute das 1:0 erzielt. Danny Allah auf Husbeck und der macht das sehr, sehr schön im 1-gegen-1 Duell gegen den Keeper und lässt den Ball ins Land. Lange Eck rollen und trifft dann eben zum 1:0 für unseren SK Sturm. Wer danach dachte, es gibt ein lockeres Schützenfest, der hat ein bisschen falsch gedacht. Sturm, auf jeden Fall die dominierende Mannschaft, ohne Wenn und Aber. Man hatte Wimpassing, muss man sagen, zu jeder Zeit voll im Griff. Also gerade defensiv hat man so gut wie gar nichts zugelassen und hat wirklich auch Chancen im Minutentakt fast produziert. Also ein halbes Dutzend oder ein ganzes Dutzend, Blödsinn, war es eigentlich locker im ersten Durchgang. Trotzdem ist es beim 1:0 geblieben. Im zweiten Durchgang unsere Blackies dann genau mit demselben Bild, man war weiterhin konzentriert, das hat mir gut gefallen. Der Landesligist hat auf jeden Fall aufopferungsvoll gekämpft, aber am Ende hat dann doch die Qualität den Unterschied gemacht. Sturm hat dann eben auch erhöhen können, gleich nach der Pause in der 47. Minute über Peter Schul. Der bekommt von rechts von Potzmann den Ball serviert und Schul trifft von etwas außerhalb des 16 aus. Und schlänzt den Ball wunderschön ins Eck zum 2:0 für unsere Blackies. Damit war das Ganze dann auch erledigt. Nicht, dass man wirklich hätte zittern müssen, aber trotzdem, Sturm hat das Ergebnis dann eben in die Höhe schrauben können. Dann gab es ihm auch noch den dritten Treffer, der eingeleitet von Ese. Der tankt sich über rechts durch auf Jakob Janscher und der Rückkehrer trifft zum ersten Mal seit seiner Rückkehr eben für die Schwarz-Weißen. Das war, glaube ich, so um Minute 70 herum und das war auch der Endstand. Sturm hatte dann auch durch Janscher die beste Möglichkeit, auf das 4:0 noch zu erhöhen. Da trifft er allerdings nur Aluminium nach einer Flanke per Kopf. Also Sturm hatte durchaus Möglichkeit auf einen höheren Sieg. Das Zielwasser hat so ein bisschen gefehlt, aber im Endeffekt braucht man, glaube ich, da nicht sehr viel meckern. Also Sturm hat das souverän runtergespielt, ein Pflichtsieg, nicht mehr, nicht weniger, aber das ist schon okay so. Man steht im Halbfinale, da bin ich auch gespannt, wer da der nächste Gegner wird. Mattersburg ist ja schon weitergekommen gegen Hartberg.
Hartberg. Und ja, jetzt sind eben noch die Salzburger und die Rapidler dran. Ich gehe auch davon aus, dass beide wohl das Halbfinale erreichen werden. Wenn nicht, würde es mich natürlich freuen. Aber im Endeffekt lassen wir uns da einfach überraschen. Vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, das Wimpassing, die können da wirklich stolz auf sich sein, den Gästesektor recht gut gefüllt hat. Also deutlich mehr Wimpassing-Fans als am Wochenende gegen Salzburg. Also das soll man nur ganz kurz an der Stelle auch nicht unbetont lassen. Also Wimpassing, Daumen hoch, haben sich gut verkauft, finde ich. Und ja, unsere Blackies im Halbfinale, von dem her alles gut. Es ist kalt, ich will nach Hause und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Elias und bis dann. Ciao, ciao.